Hallo Leute! Willkommen zu einem neuen Motovlog! Und ich bin wieder mit dem Bagerl unterwegs und heute themenspezifisch. Er mit der Ducati, ich mit meiner Triumph. Der eine oder andere von euch wird wahrscheinlich schon gelesen oder gehört haben, dass Ducati von Harley Davidson gekauft wurde. Mhm. Das ist eine interessante Konstellation, weil Ducati war ja vorher bei Audi. Also die wurden ja erst vor 2 Jahren, glaube ich, von VW Audi gekauft und jetzt wieder verkauft an Harley Davidson. Anscheinend haben die genug gezahlt dafür. Man darf halt sehr gespannt sein, was da jetzt in nächster Zeit rauskommt von Ducati oder wie das jetzt in nächster Zeit dann sich abspielen wird. Ob es dann noch immer solche geilen Ducati Monsters geben wird oder ja, das bleibt dahingestellt. Vor allem laufen ja die Gerüchteküche um Harley Davidson, die läuft ja total heiß zurzeit. Also man liest ja auch, dass Harley Davidson sich jetzt in den Elektronik-Bike-Markt reinarbeiten mag oder ja, dass sie einfach E-Bikes verkaufen wollen, was ich mir bei einer Marke wie Harley Davidson absolut nicht vorstellen kann. Für mich ist so Harley Davidson das Rohe beim Motorradfahren. Also ich bin jetzt persönlich kein Harley-Fan, aber die Maschinen sind absolut geil. Also dass ich kein Harley-Fan bin, das liegt natürlich bei mir, weil ich bin nicht der Typ für eine Harley Davidson. Ich bin, ja, ich lebe noch nicht so bequem. Aber ich finde es sehr geil. Also natürlich hätte ich gerne eine Harley zusätzlich für Ausfahrten und so. Das macht natürlich Spaß mit dem Bollern und so. Ich brauche halt eher so die Beschleunigung. Also ich bin eher dann der sportliche Fahrer und dadurch passt eine Harley überhaupt nicht zu mir. Da würde ich eine Ducati ja viel eher nehmen. Aber ich finde das sehr interessant und man darf wahrscheinlich wirklich gespannt sein, was da jetzt auf uns zukommt. Weil sowohl Ducati als auch Harley Davidson bauen halt super Motorräder. Ich glaube, wenn die ein bisschen mehr zusammenarbeiten, da kommt sicher was Geiles raus. Also ich denke da eher so an eine Buell-Mischung. Irgendwie Italien-USA-Buell-Mischung. Es gibt natürlich böse Zungen, die meinen, dass die Amerikaner jetzt die ganzen europäischen Firmen aufkaufen würden. Das glaube ich eher nicht, weil Harley Davidson steht auch so für Freiheit. Ich weiß jetzt nicht, wie der amerikanische Gedanke hinter Harley Davidson ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass da um Aufkaufen europäischer Firmen geht. Das glaube ich nicht. Aber ja, wer weiß. So sicher kann man das natürlich nicht sagen. Ja, und wir haben uns gedacht, zur Feier des Tages, weil Ducati eben jetzt aufgekauft wurde von Harley Davidson, fahren wir jetzt ins Zündwerk und genehmigen uns dort einen Drink. Antialkoholisch, versteht sich von selber. Also ich habe das selber erst erfahren und ich finde, das sind die Schlagzeilen schlechthin. Darum dachte ich mir, das kann man auf jeden Fall in einem Motovlog verarbeiten. Warum auch nicht? Ein bisschen auf Klick geil. Und wenn man dann eine Ducati auch noch mit hat und zum Harley Davidson Händler fährt, dann ist ja das überhaupt passend. Wie die Faust aufs Auge. Der Reifen blockiert einfach und quietscht sich weg beim Zurückschalten. Das ist echt geil. Ja, und ich würde mal gerne wissen von euch, was ihr eigentlich davon hält oder wie ihr das seht und wie ihr euch da die Zukunft vorstellen könnt mit der Fusion zwischen Ducati und Harley Davidson. Das würde mich einfach mal interessieren, weil ich denke mal, da wird jeder seine eigene Meinung haben und ich glaube, da können wir eine recht interessante Diskussion draus machen und hoffe daher auf viele, viele Kommentare. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja sogar mal eine Ducati mit einem verchromten Auspuff. Standardmäßig. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende.
und sage bis zum nächsten Mal, euer Galliard. Bye.